Hallo Leute da draußen, ich hab's euch gesagt, dass wir auch Real-Life-Let's Plays machen werden. Und dafür haben wir den Satyrios heute an die Seite geholt. Servus. Und unser erstes Real-Life-Let's Play wird sein Bierpong. Falls ihr euch fragt, was die Regeln von Bierpong sind, die erkläre ich euch jetzt. Zuerst einmal brauchen wir einen großen Tisch. An jedes Tischende werden 10 Becher in einer Dreiecksformation aufgestellt. In diese 10 Becher wird dann Bier gefüllt. Ich spiele selbstverständlich mit dem feinsten Augustiner Hell. Und in jedem Becher kommen genau 0,1 Liter Bier hinein. Und pünktlich zur Wiesenzeit spiele ich selbstverständlich noch mit dem feinsten Oktoberfestbier. Das gleiche passiert natürlich auch auf der anderen Seite. Neben die Becher wird außerdem noch eine kleine Schüssel Wasser gesetzt. Wofür die ist, sehen wir gleich. Und alles, was man dann noch braucht, ist ein Ping-Pong-Ball. Dann kann das Spiel auch schon losgehen. Jeder stellt sich an eine Seite des Tisches und dann muss man versuchen, mit diesem Ping-Pong-Ball in den Becher des Gegners zu treffen. Schafft man es, in den Becher zu treffen, muss der Gegner diesen Becher austrinken. Und der Erste, der keinen Becher mehr auf dem Tisch hat, hat verloren. Schnick, schnack, schnuck. Ja, okay. Wer beginnt? Ja, okay. Okay. Das ist aber fast schon wieder ein eigenes Let's Play wert. So, also. Schnick, schnack, schnuck. Ah, schnick, schnack, schnuck. Ah, ja, hier. Dankeschön. Und auf geht's. Versagt. Und da ist er! Nummer 1. Ah, C-Fix. Und das ist auch noch der beste Becher, gell? Ja, der schwierigste. Schwer. Ich baue mich langsam nach hinten. Ich deine Verteidigung aufräumen. Meinst du? Das Glas Wasser ist im Übrigen zum Saubermachen des Balles, wenn er runterfällt oder ins Bier. Oh, genau das Loch. Das darf doch nicht wahr sein. Jawohl, auch in den vordersten. Perfekt. Gib ihm. Das Bier wird halt auch nicht kalt. Da geht ja gut los hier. Naja, fast. So, jetzt mal hier ein bisschen Trickshot, oder? Oh, oh nee. Die Nummer 2. Ja, jetzt kommt hier die Mischung aus Tennis, Basketball und Golf. Oh! Ich kann natürlich, wenn ihr auf einer Party von anderen Leuten zu Gast seid, das Ganze auch mit einem Golfball spielen. Ihr müsst ihr nicht aufräumen. Ja, ganz genau. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Och, Mann. Meine Fresse. Wir drei, dankeschön. Combo War. Es sieht im Übrigen viel, viel einfacher aus, als es ist. Sagt der, der daneben wirft. Mich wundert es, dass deine Mutter nicht daneben geworfen hat. Meinst du mich? Ja, natürlich mach ich dich. Ja! Wenn die 3D-Kamera kommt. Oh, oh, oh. Ja, langsam sieht es schlecht aus für mich. Oh, lässig. Nicht in die leeren Becher. Oh nein! Oh mein Gott! Was war das denn jetzt bitte? Wie episch war das denn? Das kann nicht wahr sein. Der wäre noch reingegangen! Nein. Ja! Ja! Ganz klar drin! Sure. Natürlich geht's, nicht! Geht's,
Gilt sowas oder nicht? Nee. Nein. Oh! Mann, das wird immer knapper. Wir kriegen jetzt auch die Tennis-Variante. Du bist auch die Tennis-Variante. Genau, du will ja auch. Dann nehme ich wieder die Basketball-Version und triff! Nachdem ich jetzt schon 5 Treffer habe, haben wir eine kleine Regeländerung. Ich darf jetzt zwar immer noch von oben werfen, allerdings darf man jetzt auch mit einmal auftupfen auf den Tisch. Also so. Sandra! Hi! So, jetzt werde ich auch direkt mal die neue Technik anwenden. Jetzt pass auf. Okay, die ist scheiße. Ich muss doch jetzt endlich mal was treffen. Das gibt's ja nicht. Mit Ansage. Mit Ansage. Das ist Bier Nummer 4. Mein zweites. So, wie mach ich's jetzt? Mach ich's von oben oder mach ich's so? Ich probier's nochmal so. Ah! Oh nein! Jetzt darf ich nämlich die Taktik benutzen. Ja, das ist nicht gut. Ja, klar. Monster-Kill! Kannst du mal treffen? Ich will saufen. Mit deinem fachsten Pilzchen. Ja. Kannst du noch auch von hinten nehmen. Was? Ja. Wer nimmt hier wen von hinten? Am Schluss. Oh! Leck mir am Arsch. Gott. Ja, also ich brauche ein bisschen Konzentration hier, ja. Sicher. Und ich tue mal so, als würde da hinten Fans sein. Ja. Kühlschrank. Der Kühlschrank, ja? Mein Bierkühlschrank. Das ist ein guter Freund also von mir. Da sind ganz viele Fans von dir drin, ja. Fans. Ja! Yeah! Warum jubelst du eigentlich? Ich bin noch straight edge. Mm. Und ich sabber. So, 4-4, oder? 4-4. Ich hab nur zu sagen, seid auch das letzte Mal dabei, wenn es mit Wodka gespielt wird. Oh mein Gott. Nein. Du willst mit Wodka spielen? Ich will mit Wodka spielen. The Golden Shot. Mit Wodka jetzt. Einfach nur, weil er es provoziert hat. Oh yeah, oh yeah. Bring it, bitch. Natürlich gehe ich direkt auf den Wodka. Oh nein. Oh. Man kann auch, wenn einem langweilig wird, selber rein. Ja. Mann, jetzt komm schon. Yes! Eins daneben, aber der kommt noch, der Wodka. Übertreib's nicht. Gib dir jetzt den Rest, ich treffe jetzt in den Wodka und dann triffst du nichts mehr. Wart's mal ab. Ha! Du schwul werfen oder was? Schwule zieht gleich auf den Wodka. Ja, natürlich. Der muss sich erstmal einen hinter die Binde kippen. Scheiße, Mann! Tatsache im Wodka! Meine Damen und Herren, Wodka. Die Special Round. Oh, scheiße. Wodka. Nein! Nein! Das ist nice. Das ist echt ein Penner, Mann. Wenn du mit so einem Boot machst, vielleicht?
Aber das glaubt dir keiner mehr heutzutage, das ist alles einmal mit. Ja, natürlich. Genauso wie wenn ich sowas machen will. Oh mein Gott! What the fuck? Ja, fick die Oma, ey! Wolf, du willst es wissen? Alter Schwede! War das geil! Du willst es also wissen? Nein, nein, nein! Das nächste Mal spielen wir mit Bierkrügen. Voller Wodka. Du bringst das Gleichgewicht der Becher durcheinander. Und niemand bringt das Gleichgewicht der Becher durcheinander. Dann wirst du bestraft. Oh ja! Oh ja! Da hast du es! Problem ist nur, ich lieg hinten. Trickshot. Desto einfacher ist es, denn man hat viel mehr Becher zur Auswahl. Ah, ich hab's genau gesehen, der war drin. Dude, das wird so nix. Dude, sweet. Dude, sweet. Ey, Mann, wo steht mein Auto? Da steht mein Auto! Was? Yeah! Kutscher hat ja gesagt, wenn Two and a Half Men nichts wird, dreht der Where's My Car Dude Teil 2. Also ihr müsst alle Two and a Half Men schauen. Last fucking shot. Ich will, dass du mir den Hals fällst, wenn ich jetzt gewinne. Natürlich, mach ich auf jeden Fall. Guckst du nicht mal hin? Ich schau hin. Konzentriert. Ich will schon mal aufstehen. Das erste Let's Play auf diesem Channel. Es werden noch weitere Folgen. Falls ihr Ideen habt, was wir noch machen können, egal ob mit Alkohol oder ohne, ist mir völlig egal. Hat er recht. Nein, Spaß. Ich gönne mir jetzt erstmal noch meine Siegerbier, die er übergelassen hat, weil er versagt hat. Na gut, ich bin fair. Dankeschön. Wollen wir mal nicht so sagen. Das war im Übrigen Satyrius und... Vielleicht sieht man von mir in Zukunft auch noch mehr. Wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Singa!